Entzünde den Tornado. Reason hat gestern gesagt, er will nie wiederkommen. Ja, also Reason hat gemeint, er will wahrscheinlich jetzt aufhören mit Fortnite Competitive, weil, ja, jetzt läuft er mit den Fortnite Maps ja richtig gut, also der verdient um die 150.000 im Monat, nur mit Fortnite Maps. Deswegen, also eine Auszeit nehmen, wird er jetzt wahrscheinlich mal für so 3 Monate von Fortnite turnieren. Ja, was habe ich hier gerade gehört? Ich habe das Headset falsch rum aufgenommen. Oh mein Gott. Überhaupt nicht. Ich verspreche. Boah, aber auch wie die da so sieht. Die sieht ja wirklich auch. Und okay, warte mal. Die nimmt auch nicht so. Nein, okay, what the fuck, mach ich gerade nichts. Okay. Ich meinte sie. Ich weiß, was du meintest, aber das kam schon sehr falsch rüber. Hallo, liebe Melli. Du bist wirklich eine wunderschöne und sehr erotische, geile, junge Frau. Herz. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mal mit mir chatten magst. Küsse von Jan aus Freiburg. Where the fuck my blunt, where the fuck my cut, where the fuck my reef? Ach, das hat er geschrieben. Er hat das geschrieben, Chat. Bin ich ein grown-ass man, Bro? Ich mach so einen Scheiß. Und ich glaube, das war auch bei denen, ging sehr auf die Psyche, sich immer wegen Fortnite zu streiten. Aber dann, die beiden sind ja einfach zusammen, weißt du? Janis und Reason, das ist krass, weil die lieben sich halt einfach, sind 2 Männer. Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn 2 Männer was miteinander haben. Vor allem, wir sind ja 2 gute Freunde von mir auch. Also ich gönne das denen ja wirklich komplett. Und ich glaube, deswegen hatte Reason auch ein bisschen Probleme mit Freunden oder was auch immer. Weil sich im Endeffekt jetzt halt rausgestellt hat, dass er eigentlich mit Janis Z zusammen ist. Ich wurde halt fast Vater, aber... Boah, aber wie wurdest du da Vater? Es war extra in der Zeit, es war mein erstes Mal, okay? Und es war die Zeit, weil man schwanger werden kann, basically. Deswegen hatte ich extra Kondom. Warte mal, hättest du auch eins gehabt, wenn es nicht die Zeit gewesen wäre? Nein. Digga, wir reden später mal. Ohne Kondi geht nicht, Leute. Ehrlich jetzt. Reißt euch zusammen. Ich glaube, vielleicht in meinem Leben wirklich insgesamt 6 Mal mit Kondom oder so, wirklich, Digga. Hast schon Reason immer am Raw hitten? Ja, aber immer Jule. Kondi bockt nichts. Auf Bauch kommen ist auch noch mal weniger Risiko. Was? Was? Get caught with a pipe, you out same night, you fair to what? New op pack in the head, it's gas what? Und jetzt werden die aushalten oder noch. Ich find's angenehm, Chat. Wir sitzen einfach hier, schauen Fortnite so alle und labern einfach. Warte mal, der cheatet! Oh mein Gott! Was denn? Warum wirkst du mich? Ich lieb's nicht zu wirken irgendwie. Okay. Ich hab mal ein Bild bekommen, wo jemand auf mich gewichst hat. Ja. Das ist irgendwie geil. Eine Ehre. Shoutout an ihn! Chat, bitte schick zu meinem Discord. Ich habe einen gottlosen Ort, wo ich einmal Sex hatte. Rat mal. Grundschule? Clubtoilette. Bah! Ja, mehr sage ich auch nicht dazu. Also die Jungs hier, die sind. Ja, was? Ja. Komm, Mann. Eine Brezel gekauft. Mir? Ja. Aber ohne. Trägst du geile Baddie. Ab jetzt, da will ich alles. Eine 8. 8 ist sehr gut. Eine 8 ist schon top 9. Dein Charakter carried krank. Ja, ne? Jetzt ist. Mami. Daddy. Mein Rücken, ich brauch Backshots von dir. Es ist so kalt, Ernst. Und ich habe keinen Bock, in der Jacke zu sitzen. Aber das haben wir, glaube ich, schon im vorletzten Stream oder so beantwortet. Aber ich habe mir da echt so eine Liste geschrieben. Okay.